Das ist jetzt gerade der erste Test, weil ich vorhin im Saturn war und habe mir eine Roller-Action-Cam geholt. Ja, mit der GoPro war ich nicht glücklich. Das war ärgerlich. Das war im Grunde genommen, dachte ich, ich hätte das Geschäft meines Lebens gemacht, weil die so billig war, fast geschenkt, aber den Kratzer auf dem Objektiv habe ich von vornherein nicht gesehen. Dann habe ich zwar mit der Verkäuferin einen ganz guten Handel ausmachen können, dass wir hinsichtlich des neuen Objektives uns das Ganze teilen, beziehungsweise sie mir auch noch mehr gegeben hat. Und ich meine, hat ein 20er gekostet, aber dann kam noch der Austausch dazu. Von vornherein und nicht. Läuft die jetzt? Achso, ich weiß gar nicht, ob das Display permanent an ist, weil die hat jetzt ein Display und das war gerade irgendwie dunkel. Vielleicht, wenn ich die nicht bewege, dass sich das Display dann abschaltet. Kriege ich noch raus. Naja, auf jeden Fall habe ich mich dann die letzten Tage mal schlau gemacht nach einer Alternative, weil das mit den GoPros, dachte ich mir, das kann ja nicht sein, dass da die entsprechend so weit vorne sind am Markt und andere das auf sich sitzen lassen. Und jetzt habe ich die Rollei hier gefunden und die war jetzt heute im Mediamarkt für 89 Euro zu haben. Und dann habe ich mir die auch geholt. Und jetzt muss ich das mal gerade testen, wie das hier funktioniert, weil ich ja noch gar nicht weiß, wie das... Ich habe jetzt den Deckel vom Display gewechselt. Und anstatt ein Fahrradvideo dachte ich mir, ich mache das so, wie ich es mache, wenn ich mir ein neues Objektiv für die Kamera geholt habe. Dass der Hund einfach mal gerade das Opfer ist. Komm, hier alles cool? Ja, der ist inzwischen nicht mehr ganz so heiß drauf, wenn es in Richtung Fotos geht, beziehungsweise jetzt auch noch Videos. Aber ich finde, er hat sich für annähernd 15, die er in genau 4 Wochen wird, echt gut gehalten. Oder, Romy? Du kommst auch gut damit klar, ne? Okay. Gut, dann drehen wir noch mal eine kleine Runde und dann bin ich mal gespannt, wie sich das nachher auf dem Rechner macht. Okay.